Aber wen haben wir denn da? Jetzt mal Butter bei der Fische. Muss ich die noch mal hochgehen lassen? Ah, ich kann sie wieder aufheben. Nice. Das ging vorher nicht. Steckt keine Knoten. Schade. War ich doch aber schon überall. Es gab hier auch eine Taste, wo ich mir den Weg anzeigen lassen konnte. Und ich habe ihn schon wieder vergessen. Also, Taste habe ich wieder vergessen. Das, es gab einen Patch, ne? Der hat alle Shader nochmal komplett aus dem Speicher geworfen. Geschafft. All weg, das Treibstofflager ist entriegelt. Du kommst jetzt in den Maschinenraum. So, ich würde für nur was machen. Das nicht. Nee, das auch nicht. Kamera nach links setzen. Das ist über. Bin ich die ganze Zeit über dem Text. Gut, Maschinenraum. Was mit dem Husten? Bist du tot? Schwerelosigkeit aktiviert. Freund oder Feind? Hammond, ich habe die Sicherheitsdateien geknackt. CEC war hier nicht nur mit dem Abbau beschäftigt, ha? Was meinst du? Der Ausbruch begann in der Kolonie, nachdem die Abbauarbeiter ein Artefakt ausgegraben hatten. Irgendetwas Außerirdisches. Das ist unmöglich. Aber es würde erklären, warum der Zugang zu Aegis 7 verboten ist, oder? Befehl von Earthgov. Als die Bergleute das Artefakt fanden, klagten sie über Halluzinationen, Verfolgungswahn und Suizidgedanken. Aber die Ishimura nahm diesen Marker trotzdem an Bord, als hätte man es geplant. Warte. Okay, Moment. Wo ist dieser Marker jetzt? Im Frachtraum. Fertig verpackt für die Auslieferung. Na, das ist ja ein Zufall. Nicht.
Erstmal checken, ob wir hier noch was haben. Gerade sagen, kann ich doch aufmachen, das Ding. Schon wieder aus Versehen Leertaste gedrückt. Es scheint so. Das ist aber auch echt schlimm mit Musten, das war ich schon ewig nicht mehr. Schwerelosigkeit deaktiviert. Noch mehr Waffen, die man nicht aufrüsten kann. Alles klar. Ist der Inventar kleiner gemacht? Credits habe ich 5000. Du Scheiße.
Logbuch des Maschinenraums. Mein letzter Eintrag. Hier ist Tempel. Ich kann niemanden über Ricklink erreichen. Mein Team ist weg. Ich habe das Genese-Modul gefunden, mit dem die Zentrifuge zerstört wurde. Ausgebrannt. Wer würde die Ishimura zu einem solchen Zeitpunkt sabotieren? Ich melde mich auf der Brücke, falls noch jemand da ist. Und dann suche ich Elizabeth, damit wir hier runterkommen. Tja, surprise, surprise, ich glaube, er hat keinen gefunden. Mal kurz gucken. Es gibt ein Sekundärfeuer und es gibt eine krasse Attacke. Eigentlich gibt es eine primäre Feuerattacke und es gibt die massive Attacke. Ein Monat rum, Grimassen schneiden, das Smiley. Ich Hülle, vielen Dank für deinen Support, Mensch. Ja, schon wieder ein Monat rum, das stimmt. Ich habe mich halt die letzten zwei Wochen noch rar gemacht, ne? Wie du siehst und hörst, ist es immer noch nicht weg. Aber ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du so oft hier abhängst. Und mit mir die Trauerfälle der Spielerschaft durchlebst. Anguckst, was ich hier so mache. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, ich bin immer noch verhustet. Husten und dicke Mandeln. Ansonsten geht's eigentlich wieder, aber das habe ich auch schon seit zwei Wochen. Schnupfen hat sich noch dazu gesellt gehabt, der ist eigentlich relativ am Abklingen. Aber das Problem ist echt der Husten und die dicken Mandeln. Wahrscheinlich, weil alles im Hals gereizt ist, gerötet. Die Mandeln angeschwollen. Und wie hilft doch nichts. So wirklich. Die Fragen aller Fragen. Was man upgradet. Alles mega stressig auf Arbeit. Ja, das glaube ich. Auch letztens schon stressig, ne? Bei dir, ja, also. Es hat auch auf die Ohren gedrückt, ne? Oder es drückt auch noch auf die Ohren. Ich weiß jetzt noch nicht, ob das Lymphknoten sind, die angeschwollen sind. Oder ob es vielleicht doch irgendwie der Schnupfen ist. Dass die Nasennebenhöhlen dicht sind. Das mag ich aber nicht so wirklich. Ich kann halt nicht so viel trinken, um den Hals feucht zu halten. Das geht nicht. Gerade schon Hustensaft gegen Reizhusten genommen. Oh. Cool, Bro. Das hilft mich nur nicht. Weil du hast trotzdem Husten. Bonbon lutschen.
Stimmt, das könnte ich mal machen. Ich hole mal schnell einen Bomber. Das Problem ist, letzte Woche ging es einigermaßen. Ich hätte doch tagsüber nichts geredet, ne, weil ich krankgeschrieben war. Heute habe ich schon wieder gearbeitet. Sprechen viel geredet. Na, ihr seid ja süß. Nicht. Halt durch das Gerede. Ist der Hals halt immer trocken, ne? Das ist halt nicht so geil. Zumal jetzt, wo ich dachte, naja, hast du das einigermaßen hinter dir? Nö, nö, nö. Ja, kurz gedacht, hat einen Grundslot von sich gegeben. Freigabe bestätigt. Ich hätte fast auf ihn geschossen, ne? Wahrscheinlich sollte man das tun. Munition verschwenden. Fast hätte ich schon wieder eine Granate geschossen, ne? Aber nur fast. Grüß dich, Flo. Mensch, lange nichts von dir gesehen und gehört. Doch, ich lüge. Auf Instagram habe ich gesehen, du baust jetzt Lego. Wir sind mal wieder mit Stream, Bro. Scheiße. Scheiße! Oh no! Was für ein... Nee! Scheiße, was... Flo, lass mich abgelenkt. Das ist eindeutig Flo's Schuld gewesen jetzt. Eindeutig Flo. Eindeutig Flo. Wir haben es alle gesehen. Sag mal, wo hat er denn gespeichert? Was? Am Anfang? Quatsch. Nicht, oder? Da doch. Jetzt sind wir wohl verarscht. Logbuch des Maschinenraums. Mein letzter Eintrag. Der Tempel. Ich kann niemanden über Ricklink erreichen. Mein Team ist weg. Ich habe das Genesemodul gefunden, mit dem die Zentrifuge zerstört wurde. Ausgebrannt. Wer würde die Ishimura zu einem solchen Zeitpunkt sabotieren? Ich melde mich auf der Brücke, falls noch jemand da ist. Und dann suche ich Elizabeth, damit wir hier runterkommen. Gut, den Rundgang habe ich gerade schon gemacht, ne? Boah, Flo, ey. Ja, da hast du mal wieder eine Herausforderung gebraucht. Ist jetzt weg? Die Scheibe? Ja. Okay.